Sie sind hier, 10. November 2018, 17.08 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Tim Herzbruch und Deutschlands Hockeyherren nähern sich ihrer WM-Form. Urheberrecht Getty Images. Deutschlands Hockeyherren absolvieren einen erfolgreichen WM-Test. Gegen Spanien springt ein Kantersieg heraus. Die deutschen Hockeymänner haben in der Vorbereitung auf die WM in Bhubaneswar, Indien, 28. November bis 16. Dezember, weiter Selbstvertrauen getankt. Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermaß gewann den ersten von drei Vergleichen gegen Spanien mit 7:0, 1:0. Die Spiele im spanischen Alicante sind die letzten Tests vor dem Saisonhöhepunkt in Indien. Am Montag und Mittwoch folgen die weiteren Begegnungen. Bis auf einen Test gegen Weltmeister Australien Mitte Juni, blieb die Auswahl des Deutschen Hockeybundes DHB in ihrer WM-Vorbereitung ungeschlagen. Zuvor hatten die deutschen Frauen im fernen Japan das dritte Spiel einer Testserie gegen Japan für sich entschieden. Das junge Team von Bundestrainer Xavier Reckinger besiegte den Gastgeber der Olympischen Spiele 2020 in Osaka mit 1:0, 0:0. Auch den ersten Vergleich hatte Deutschland mit 3:0 gewonnen, einen Tag später folgte eine 2:3-Niederlage. Am Sonntag stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber.